Hallo meine Mäuse und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mich fertig gemacht. Ich habe den alten Vlog noch nicht mal geschnitten. Also ich muss jetzt auf jeden Fall am Wochenende ein bisschen schneiden. Aber ich denke mir halt immer, wenn irgendwie was Spannendes in meinem Leben passiert, kann ich auch die Kamera mitnehmen und euch so ein bisschen mitnehmen. Und wir fahren nämlich jetzt in den Tierpark. Heute ist es nochmal richtig schön, irgendwie 24, 25 Grad. Das ist der Wildpark, wo ich auch mit meiner besten Freundin, ich glaube im Januar oder so, schon mal war. Und das ist halt wirklich so ein Riesengebiet, wo man quasi durch einen Wald spazieren geht. Rechts und links dann so ein bisschen Rotwild, Wildschweine, also generell Wild um sich herum hat. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich habe schon ein paar Möhrchen geschnibbelt und ein paar Äpfel. Wir holen natürlich aber gleich auch noch so ein bisschen Wildtierfutter und genießen einfach nochmal die Sonne, das schöne Wetter, den goldenen Herbst. Ich wünsche euch und mir ganz, ganz viel Spaß beim Video und ja, ich nehme euch jetzt gleich erstmal ein bisschen im Wildpark mit. Kleines OOTD und let's go! Also wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Es ist irgendwie, ich glaube, 23 Grad und sonnig. Und wir haben hier, heute ist fast gar nichts los. Also wir haben jetzt so, ich glaube, zwei oder drei Familien getroffen. Und sonst ist es einfach ruhig und wir genießen die Natur. Und was ganz lustig ist, ich sehe jetzt überall Pilze. Ich weiß immer noch nicht, welche man essen kann und welche nicht. Aber ich sehe sie überall. So, wir sind jetzt zurück. Es war ein sehr, sehr schöner, aber auch langer und anstrengender Tag. Und wir haben jetzt noch schnell was eingekauft. Ach ja, wundert euch nicht, ich habe den schwarzen Nagellack doch wieder abgemacht, weil der an allen Ecken wieder abgeblättert ist und mich das dann auch genervt hat und das noch beschissener als das Blaue jetzt aussah. Ich habe aber nächste Woche einen Termin im Nagelstudio und dann ja, gibt es auch so ein bisschen schlichtere, herbstlichere Nägel. Genau, wir haben jetzt kurz den Mini-Einkauf noch verräumt und ich werde jetzt gleich mich hochmümmeln. Wahrscheinlich, weil dann mein Freund wollte unten ein bisschen zocken. Ich werde mich dann ins Bett reinmümmeln und da Vlog und ein Foodhaul für euch schneiden. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich den Vlog hier, also dass ich nur das von heute und von morgen, das nehme ich noch dazu. Denn, Spoiler, meine Mama und ich gehen morgen auf den Trödelmarkt und da habe ich gedacht, es wäre vielleicht ganz schön, euch da noch mitzunehmen. Das erstmal dazu. Ich mache mir jetzt einen ruhigen Abend. Ich wollte mir jetzt ein Äpfelchen schneiden und einen Tee machen und oben ganz entspannt mein Video schneiden. So, ich bin jetzt bei Mama angekommen und wir fahren jetzt gleich los zum Trödel. Wetter spielt mit, Sonne scheint. Die beiden quatschen jetzt noch im Hintergrund, mein Freund und meine Mama. Und wir fahren jetzt los. Ja, ich habe auf den Knopf gedrückt. Das Mobil ist auch dabei. Ja, super. Also kann die Ausbeute losgehen. Ab auf den Trödel. Während unseres Laufs zum Trödel ein wunderschöner Esskastanienbaum mit reichlich Beute. Bis nachher, tschüss!
kurz zurück und geschafft. Eigentlich hätte ich gerne euch mehr mitgenommen, aber es war brechend voll und wir sind froh, dass wir überlebend wieder zurückgefunden und haben. Und glühend heiß. Ja. Die Sonne brennt einen richtig also auf dem Fels. Also es ist richtig heiß. Wir haben ein bisschen was gefunden, das zeigen wir euch gleich noch. Und in dem Sinne noch viel Spaß beim Video. Tschüss! So, ich wollte euch jetzt einmal kurz die Ausbeute zeigen. Meine Mama hat sich so einen coolen Metallfisch ausgesucht. Für 5 Euro, ne? Für 5 Euro. Dann hier, ich greife voll falsch dahin, hat Mama mir so ein mallorquinisches Körbchen gekauft. Und das hier hatte ich gesehen und fand das voll süß. Und als Überraschung war dann da noch ein Babykörbchen drin. Das hat 1 Euro gekostet, das 2. Dann das 1 Euro, das ist so eine leckere Gewürzmischung. Und dann hat Mama Handarbeit sich so ein gehäkeltes Tischdeckchen mitgenommen. Genau, und wo wir das Gewürz geholt haben, habe ich noch so Backförmchen 2 Stück geschenkt bekommen. Dann eine Holzschale für 2 Euro. Und da müssen wir aber jetzt gleich gucken, weil hier so ein bisschen was verfärbt ist, ob wir das wegbekommen. Und dann noch Gurken und ganz viel Obst. Da ist Mandarine, Nektarinen. Was haben wir noch genommen? Und Pfirsiche, ne? Ja, ja, und Pfirsiche. Genau, das war's. So, ich habe euch ja eben die Ausbeute gezeigt. Und jetzt sind wir noch in den Wald gefahren, weil hier eigentlich voll der schöne See ist. Ich hoffe, wir finden den auch. Ja, und das habe ich... Ach ja, das habe ich auch in dem Vlog schon erzählt. Irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen pilzgestört, dass ich die ganze Zeit immer irgendwie trotzdem nach Pilzen Ausschau halte, obwohl ich gefühlt eigentlich immer noch überhaupt keine Ahnung habe und auch immer noch nicht weiß, welche giftig sind und welche nicht. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Video. We made it. Wir haben den See gefunden und da gehen wir jetzt schön spazieren. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Willkommen zurück in diesem Vlog. Wir waren ja eben noch spazieren, das habe ich euch gezeigt. Und wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir rauchen jetzt noch eine Shisha im Garten, genießen noch so ein bisschen die Sonnenstrahlen und das warme Wetter. Und an der Stelle möchte ich diesen Vlog beenden. Ich hoffe, dass euch der kleine Vlog gefallen hat. Also ich glaube, der ist jetzt auch nicht so groß. Ich weiß es ja selber noch nicht. Freue mich wie immer über ein Däumchen nach oben und natürlich auch über das fleißige Kommentieren und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!